Ich komme hier nicht weg. Ich stecke hier richtig tief in der Scheiße. Richtig tief in der Scheiße. Moin moin Freunde, Nomad hier. Ich bin hier gerade im Wald unterwegs und ich habe da letztens was gefunden, was ich euch unbedingt mal zeigen will. Ich schwenk die Kamera mal ein bisschen. Ich habe hier so ein wunderschönes Teil mir aus dem Internet bestellt. Und dieses Teil möchte ich euch heute mal vorstellen. Das Ganze ist ein Monokular oder auch Spektiv, nennt es wie ihr wollt. Das Ganze habe ich für 60 Euro aus dem Internet geschossen. Das Ganze hier möchte ich direkt einmal zu Anfang anmerken, das ist eine unbezahlte Werbung. Ich bekomme keinerlei Geld dafür oder sonstiges dafür zur Verfügung gestellt. Das Ganze mache ich einfach rein daraus, da ich von diesem Ding überzeugt bin und euch das Ding einfach mal vorstellen möchte. So ein Teil hatte ich letztes Jahr schon mal um diese Zeit im August. Allerdings von einem anderen Hersteller. Den Hersteller hier, den zeige ich jetzt mal nicht. Da ist, glaube ich, sowieso keiner drauf. Denn, wie gesagt, das Ganze hier ist eine unbezahlte Werbung. Kann ich nur empfehlen, dieses Ding. Aber wie das ganze Teil funktioniert, das werde ich euch jetzt erstmal in diesem Video zeigen. So, falls ihr euch so ein Teil holen wollt, dann werde ich euch in die Videobeschreibung mal von diesen Teilen so ein paar Modelle reinschicken, von denen ich sagen würde, ey, die sind gut, die kann man auf jeden Fall für die Fotografie nehmen und die sind auch haben auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich persönlich habe für dieses Teil hier ungefähr 60 oder 70 Euro bezahlt und muss sagen, das Geld dafür, das hat sich wirklich gelohnt. Warum, das werdet ihr auch noch im weiteren Video sehen. Also das Teil wird bei euch wahrscheinlich ankommen. In den meisten Fällen mit einem Dreibein, hier mit einer Handyhalterung und natürlich mit dem Kamerastativ oder Objektiv, wie man es auch nennen möchte. Hier unten seht ihr, kann man das Ganze miteinander verschrauben. Das werde ich jetzt einfach mal machen. So, jetzt ist es fest drauf. Jetzt haben wir schon mal das Ding mit dem Dreibein. Dieser Hebel hier, den kann man drehen. Dann lockert er sich etwas und dann kann man hier mit auch schwenken in die Höhe oder in die Tiefe, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. So, jetzt kommen wir hier zum spannenden Teil, denn ihr braucht dafür nicht mal eine hochqualitative Hightech 1000 Euro Kamera. Ihr braucht einfach nur euer Smartphone. Das ist jetzt so ein altes Handy. Ihr seht schon, das Ding ist auch schon gut abgenutzt hier. Und ja, wie gesagt, einfach nur ein Handy wird benötigt und dieses Teil hier, und ein Handy von euch hat ja wahrscheinlich meistens jeder, dann könnt ihr das Ganze hier miteinander verbinden. Und so, meine Kamera ist die mittlere. Ich habe hinten drei Kameras, einen Moment. Meine Kamera ist die mittlere, ich habe hier hinten drei Kameras. Jetzt kann ich hiermit quasi dann direkt drauf zielen, weil ich möchte halt Videos machen. Meine Videokamera ist halt die in der Mitte. Jetzt kann ich das hier zusammen miteinander verschrauben. Dann sieht das Ganze so aus. So, und wer hätte es gedacht, es ist einfach wirklich kinderleicht. Man kann das Ganze dann hier einfach quasi dran befestigen. Ihr könnt das Ganze jetzt einfach so da dran gegendrücken. Hält. So schaut das Ganze dann aus. So, genug gelabert. Dieses Video soll sich jetzt nicht nur hauptsächlich um dieses wunderschöne Teil hier drehen, sondern, wie gesagt, ich möchte hier so einen kleinen Naturfotografen-Vlog draus machen. Ich werde euch über 2 oder 3 Tage mitnehmen, werde auch ein paar schöne Overnighter-Spots mir suchen, wo ich dann overnighten kann. Und ich hoffe, ich kriege was Geiles vor die Kamera. Ich werde das Ding gleich mal aufstellen, euch nochmal ein bisschen was hier in der Praxis zeigen. Und dann sehen wir weiter, ne? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie können alles sehen. Da haben wir das wunderschöne Ding. So, und ich habe mir extra mal so einen Baum in der Ferne ausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob man den so richtig erkennen kann. Das ist dieser schiefe hier vorne. Keine Ahnung, wie weit der weg ist. Das sind bestimmt ein paar Meter, ne? So, ich kann jetzt theoretisch einfach eine Aufnahme machen von diesem Baum. Aber wäre langweilig, wenn das das Einzige ist, was man tun könnte. Hier oben kann ich... Na komm, fokussier. Hier oben kann ich zoomen. Wenn ich das Ding hier in eine gewisse Richtung drehe, passt mal auf. Zack, wird der Bildschirm größer. Und ich zoome. So, hier haben wir den Schärferegulator. Da kann man einstellen, wie scharf das Ganze sein soll. Ich drehe den jetzt einfach mal in eine spezielle Richtung. Und ihr seht,
vollkommen unscharf. So, jetzt drehe ich ihn wieder zurück in die andere Richtung. Viel schärfer. So, und so kann man dann quasi Aufnahmen machen. Hier könnte ich das Ganze jetzt noch höher und tiefer stellen, wie gesagt. Hier haben wir halt das Dreibein. Es ist halt ein bisschen wackelig. Das ist halt ein Punkt, wo ich sagen würde, das wäre halt ein Nachteil. Aber wenn wir jetzt quasi hier auf so einem Sitz, so einem Hochsitz oder was auch immer uns gerade befinden würden und hier in der Ferne, keine Ahnung, irgendwie einen Hasen oder ein Reh oder sowas alles da aufnehmen wollen, dann sind wir natürlich leise und wackeln nicht so viel, weil das Tier wird ja wahrscheinlich meistens auf einer Stelle hocken und wird dann von da aus fressen oder entspannen, was auch immer. Für die Vogelfotografie, wenn man jetzt bewegende Vögel und sowas fotografieren muss, ist das nichts. Das sage ich euch ganz klipp und klar und ganz ehrlich, das ist dann nichts dafür. Also, wenn ich mich mal demnächst morgens an Dümmer oder so setzen sollte und da vielleicht mal ein paar Enten oder Gänse da auf dem See schwimmen, die wirklich sich nicht viel bewegen, dann natürlich ja. Aber wenn ihr jetzt euch auf bewegende Ziele fokussieren wollt, hier, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Vogel vorbeifliegen würde, das würdet ihr gar nicht draufkriegen. Das, so schnell geht das gar nicht, ja. Also dafür ist es natürlich nichts und ihr seht, jede kleinste Bewegung wackelt und wackelt und wackelt. Deswegen muss man halt wirklich sich auf ein Ziel fokussieren, was halt wirklich, wo man halt wirklich nicht viel dran rumspielen muss. Hier ein-, zweimal das Ganze richten und dann einfach drauf lassen. Kamera an, zack, und das Ganze einfach dabei belassen. So. Was mir auffällt ist, das sieht man auf dieser Kamera gar nicht so gut, die Lichtverhältnisse sind sehr gut. Also der Baum, der ist jetzt, lass mich lügen, der ist jetzt gute 100 Meter weg, könnten sogar 150 Meter sein. Ich sehe hier, ihr seht, das ist ein scharfes Bild, also, als wenn ich vor diesem Baum stehe. Das ist halt wirklich gut gemacht. Hier vorne haben wir halt noch so eine Schutzklappe, wenn wir das Ding wieder einpacken. Und hier ist halt noch so ein Regenschutz oder Sonnenblende, wie auch immer. Kann man immer aus- und einfahren. Und dann hat man das Ganze doch. Also ich muss sagen, von dem Ding bin ich überzeugt. Ich werde euch auf jeden Fall die nächsten Tage mitnehmen. Dieses Teil wird dann auch mein beständiger Begleiter sein. Und ich hoffe, ich kriege ein paar geile Aufnahmen hin. So, eine sehr geile Aufnahme konnte ich vorhin schon zaubern. Die werde ich euch jetzt mal eben einblenden. Das Ganze habe ich aufgenommen um 11.56 Uhr heute. Und ich muss sagen, auch mit diesem Ding ist es einfach nur ist einfach nur sehr, sehr geil. Also wirklich die Qualität sitzt. Es hat an ein paar Stellen so ein bisschen gewackelt, muss ich sagen. Aber als ich das Ding dann endlich schön gerichtet habe und alles perfekt drauf war und einfach stehen gelassen habe, es war ein scharfes Bild. Es war einfach, das war genial. Das sind solche Momente, die berühren auch tatsächlich sehr mein Herz. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Und das war wirklich eine Aufnahme, wo ich wieder sehr stolz drauf war, dass ich die drauf bekommen habe. Aber ich hoffe, es ist nicht die einzigste Aufnahme. Ich arbeite dran, dass ich noch weitere spektakuläre Aufnahmen hier drauf kriege. Wie gesagt, ich will mir 2 oder 3 Tage Zeit nehmen, ein paar Übernachtungen an verschiedenen Spots machen und hoffentlich gescheite Fotos und Videos für euch machen. Und wenn ihr mehr von diesem ganzen Kram hier sehen wollt oder haben wollt oder sagen wollt, oh, das Video ist geil, das Format ist cool oder es gefällt euch nicht, dann auch immer in die Kommentare damit. Wir haben auf jeden Fall zukünftig auf jeden Fall noch geile Formate geplant, ich und der Onkel. Lasst euch überraschen, sag ich mal so. Lasst euch überraschen. So, moin moin, ich bin jetzt angekommen am Kanal. Ich schaue mir jetzt noch ein bisschen den Sonnenuntergang an, chill mich hier noch ein bisschen hin und gleich geht's zu meinem Overnighter-Spot. Heute werde ich wahrscheinlich nicht mehr viel vor die Linse kriegen, aber morgen früh umso mehr, werde ich doch hoffen. Und wünsche mir Glück, ich verkrieche mich gleich erstmal zum Overnighter-Spot und morgen geht's dann richtig los und hoffentlich kriegen wir was vor die Kamera. So, moin, ich bin angekommen am Overnighter-Spot. Ich gehe mal rein. Da sind wir. Es ist jetzt nicht riesig, aber es reicht. Jetzt zeige ich das Ganze mal. Hier habe ich schon ein paar Klotten vor mir hingeschmissen. Hier jetzt der Rest. Ja, hier werde ich mich ausbreiten und hoffentlich eine bequeme und ruhige Nacht haben. Eigentlich ist Gewitter angesagt für heute, aber wir werden sehen. So, Setup steht. Setup steht. Eingestellt ist auch alles. So, Freunde, ich hoffe, man sieht mich. Ich habe es mir jetzt mal ein bisschen bequem gemacht hier. Ich hau mich jetzt gleich hin. Ich gucke noch ein paar Videos auf YouTube oder so. Ich ziehe mir noch einen Film rein. Und dann
geht's auf jeden Fall ins Bett. Ich melde mich morgen früh wieder, wenn nichts mehr passieren sollte. Wir sehen uns. Gute Nacht. Moin moin, Nomad hier. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Alter, hier blitzt es schon wie bekloppt, ey. Dickes Gewitter. Es donnert aber nicht, es ist nur Mondblitzen. Boah. Entspannte Nacht, ne? So, Mahlzeit, Nomad hier. Das Ganze nimmt gerade ganz schön Überhand an hier, Alter. Man erkennt es einfach nicht richtig, oder? Auf der Kamera kommt es einem einfach nicht so rüber. Aber es knallt hier durch die Gegend, Alter. Es ist zu heftig gerade. Ich bin auch kein Schisser, was Gewitter angeht, überhaupt nicht. Aber so kann ich nicht arbeiten, sage ich ehrlich. Das wird morgen überhaupt nichts. Ich habe mir gerade den Wetterbericht angeguckt und so wie das hier am Gallern ist, wird das 3 Tage durchgewittern. Komplett 3 Tage wollte ich mir ja Zeit nehmen. Wenn es jetzt 3 Tage durchgehend gewittert, brauche ich so nicht weitermachen. So kann ich nicht gut arbeiten. Ja, Plan für jetzt ist erstmal zusammenpacken, mit dem Drahtesel nach Hause gallern. Und dann gucken, wenn es aufhört, abgeht. Oh, scheiße, ey. Mann. Wenn es aufhört, wieder los. Aber so kann ich ehrlicherweise nicht arbeiten, Freunde. Ja, wie man unschwer erkennen kann, bin ich viel zu spät dran. Scheiße. Alter, Freunde, das ist hier... Das ist nicht normal. Alter, es ist so hart am Stürmen. Der ganze Turm wackelt. Das kann man sich nicht ausmalen. Das kann man sich gar nicht ausmalen. Hab die Sachen gepackt, ich wollte eigentlich weg. Aber vergiss es. Vergiss es, Freunde. Alter. Schaut euch das an, Alter. Ich krieg die Tür nicht mal richtig aufgehalten. Oh mein Gott. Scheiße, jetzt krieg ich die Tür nicht zu. Also ich stecke hier fest. Ich stecke hier richtig hart fest, Leute. Ich stecke richtig hart fest. Ich komme hier nicht weg. Ich stecke hier richtig tief in der Scheiße. Richtig tief in der Scheiße.